Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar habe ich Anfang des Jahres Predictions abgesetzt zur 2023er Formel 1 Saison on Stream. Bin da mal die Platzierung durchgegangen, wie ich denke, dass sie am Ende der Season aussehen wird und wie katastrophal das ganze Final aussah. Das werden wir in diesem Video mal geschmeidig durchgehen. Es wird zur nächsten Saison tatsächlich auch ein Video geben, wo ich dann ein paar andere Predictions mal aufstelle, nicht nur stumpf die Wertung, sondern vielleicht noch ein paar andere witzigere Sachen. Jetzt heute geht es eben um meine Predictions zu der Fahrerwertung der 2023er Formel 1 Saison und wie horrend falsch ich da wohl lag. Und wir fangen erstmal ganz unten an und da habe ich Logan Sargeant auf dem 20. Platz der Fahrerwertung predicted und habe ihm damit sogar mehr zugetraut, als er letztendlich geschafft hat. 21. ist er tatsächlich geworden. Fairerweise muss man jetzt sagen, ich habe damals natürlich nicht gewusst, dass Lawson und Ricciardo zurückkommen werden. Deswegen von den aktiven Vollzeitfahrern war Sargeant tatsächlich der Letzte. Das habe ich auch soweit korrekt predicted dann. Ja, tatsächlich eine Prediction, die sich bei mir darauf berufen hat, dass ich einfach Williams sehr schwach eingeschätzt habe, was sie letztendlich gar nicht so extrem waren. Und ich mir aber dachte, Sargeant, ja, der ist schon ein Rookie, der macht zwar gar nicht so einen schlechten Job, aber ich denke, der wird einfach lange brauchen, bis er reinkommt. So in etwa ist es auch abgelaufen und deswegen, ja, würde ich sagen, habe ich das Ganze relativ korrekt eingeordnet. Auf die 19 habe ich dann Zhou Guan Yu gesetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass Alfa Romeo Sauber dieses Jahr wieder keinen guten Wagen auf die Beine stellen wird, nachdem sie 2022 ja schon sehr abgesagt sind. Und ja, habe da eben gesagt, dass Zhou das Ganze nicht so gut machen wird, wie Walter die Bottas am Ende des Tages. Was auch darauf beruht, dass Zhou tatsächlich wenige überkrasse Performances bisher geleistet hat. Letztendlich hat er sich ein bisschen besser angestellt, als ich das predicted habe. 18. ist er geworden. Hat sich vor Magnussen geschoben in der Fahrerwertung. Aber auch hier würde ich sagen, die grobe Einordnung war an sich gar nicht so falsch. Was allerdings komplett falsch war, war meine Prediction für den 18. Alexander Albon. Habe ich da drauf gesetzt, weil ich da einfach nicht an Albon gezweifelt habe. Der hat ja auch 2022 schon einige starke Performances abgeliefert. Sondern ich bin einfach davon ausgegangen, dass der Williams wirklich einfach eine Totalkatastrophe sein wird. Und auch ein Albon damit wenig machen kann. Stellt sich heraus, Albon konnte mit dem Williams ein paar gute Punkte einfahren. Ist damit 13. geworden am Ende. Also hier habe ich mich tatsächlich sehr, sehr krass verschätzt. Und freut mich aber für Albon, dass er da was Gutes einfahren konnte am Ende. Wo ich mich auch vertan habe, ist dann bei der 17 Nyck de Vries habe ich da hingesetzt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe zwar damals schon gesagt, ja, de Vries, weiß ich nicht, der wird schon ein bisschen overhyped für seine eine Performance da in Monza, wo der Williams sowieso gut funktioniert hat, 2022. Deswegen, ich habe ihn bewusst nicht so hochgesetzt, nicht über Tsunoda gesetzt, weil ich mir dachte, nee, so gut wird er auch nicht sein. Aber auch ich bin nicht davon ausgegangen, dass er so eine Totalkatastrophe sein wird. Also das war ja wirklich wahrscheinlich eine der schlimmsten Rookie-Seasons, die man sich vorstellen kann, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, de Vries tatsächlich 22. in der realen Fahrerwertung. Deswegen, hier habe ich mich dann doch sehr vertan, habe ihm, obwohl ich ihm wenig zugetraut habe, damit sogar noch zu viel zugetraut. Ist ein bisschen schade. Ich persönlich hätte es ihm auch gegönnt, dass er die Season zu Ende fährt, sich vielleicht noch reinfinden und verbessern kann. Aber ja, das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Nyck de Vries von meiner Seite aus falsch eingeschätzt. Ich habe ihn gerade schon angesprochen. Yuki Tsunoda habe ich auf die 16 gestellt als den AlphaTauri-Fahrer, der sich behaupten wird von den beiden. Wenn auch nur knapp über de Vries tatsächlich, habe ich mir gedacht, weil ich mir einfach dachte, der AlphaTauri wird nicht viele Punkte einfahren. Und wenn er Punkte einfährt, dann wird das Tsunoda sein. Vielleicht so 2-3. Punkte, die er holt. Aber ja, es sind tatsächlich einige mehr geworden bei Tsunoda, gegen Ende der Saison vor allem. Damit hat er sich auf den 14. gestellt und hat sich sehr, sehr deutlich dann gegen seine AlphaTauri-Kollegen durchgesetzt, die alle natürlich keine volle Saison hatten. Also dahingehend war ich schon richtig tatsächlich, aber Tsunoda auch von meiner Seite ein bisschen niedrig einsortiert. Auf der 15 von meiner Seite aus dann Lance Stroll gesehen gewesen. Ich dachte einfach, dass der Aston Martin nicht so gut sein wird, wie er zu Anfang der Saison dann letztendlich tatsächlich war. Ich bin davon ausgegangen, er wird sofort das Mittelfeld sein.
Wird sich da vielleicht mit Alpine und McLaren ein bisschen fighten. Stellt sich raus, das war komplett falsch, deswegen Lance Stroll. Auch wenn er sich nicht mit Alonso messen konnte, hat viele, viele Punkte einfahren können. Auf Platz 10 war er dann am Ende, also hier habe ich Aston Martin einfach, würde ich sagen, falsch eingeschätzt. Weil vom Verhältnis Alonso zu Stroll habe ich das schon relativ gut geschätzt, das werden wir später noch sehen. Aber ja, wie gesagt, hier habe ich einfach die Performance von Aston Martin sehr, sehr krass unterschätzt. Und das gleiche kann man auch zum nächsten Piloten sagen, relativ 1:1, Oscar Piastri habe ich auf die 14 gesetzt. Auch hier habe ich aber den McLaren als schwächer eingeschätzt, als er dann gerade gegen Ende der Saison natürlich war. Auch wenn wir auch hier später sehen werden, das Verhältnis Piastri-Norris habe ich auch wieder ganz gut predicted eigentlich tatsächlich. Ich dachte mir, Piastri, der ist schon ein starker Rookie, der wird wahrscheinlich schon so gute Punkte einfahren auf jeden Fall, wenn er das Auto dafür hat, aber letztendlich gegenüber Norris halt doch sehr, sehr unterlegen sein. Und ja, deswegen habe ich ihn auf die 14 gestellt, weil ich einfach nicht davon ausging, dass der McLaren so stark sein wird, wie er das Ganze gerade gegen Ende der Saison dann natürlich war. Und dann kommen wir zu einer sehr interessanten Sache, die ich tatsächlich relativ gut geschätzt habe. Esteban Ocon auf der 13 und Pierre Gasly auf der 12, die beiden Alpine-Piloten. Ich verbinde Gasly immer noch sehr mit Alpha Tauri, es tut mir leid. Ich habe mich einfach gedacht, dass der Alpine einen Tacken schwächer sein wird als letztes Jahr, also 2022. Und Gasly sich trotzdem leicht gegen Ocon durchsetzen wird und genauso ist es auch eingetreten. Gasly und Ocon auf Platz 11 und 12 in der Fahrerwertung mit Gasly leicht vor Esteban Ocon. Also hier habe ich tatsächlich das Ganze sehr gut eingeschätzt. Auch mit der Stärke von Alpine, dass er halt doch ein bisschen im Verhältnis zu den anderen hinterherhängen wird, obwohl der Alpine ja, muss man sagen, einige sehr starke Momente dieses Jahr hatte. Ich möchte da Monaco oder Miami beispielsweise ansprechen. Oder auch natürlich Sandford und Australien, was ja pace-technisch starke Rennen von Alpine waren. Also das würde ich sagen, meine beste Einschätzung auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu zwei Piloten, die ich etwas überschätzt habe. Der erste davon ist Valtteri Bottas, den ich auf die 11 gestellt habe. Ich habe es ja schon bei Zhou Guanyu erwähnt, dass ich davon ausging, dass der Alfa Romeo sehr schlecht sein wird tatsächlich, aber Valtteri Bottas einfach doch ein Kaliber von einem Fahrer ist, der doch noch einiges rausholen kann, ähnlich wie das auch 2022 ja der Fall war, wo Bottas dann einen großen Teil der Punkte von Alfa Romeo eingeholt hat. Dass der Alfa Romeo so schlecht sein wird, wie er es war dieses Jahr, wo er ja zwischenzeitlich sogar das schlechteste Fahrzeug war, davon bin ich nicht ausgegangen, deswegen hier tatsächlich Bottas doch etwas überschätzt, beziehungsweise Alfa Romeo etwas überschätzt, weil real ist Bottas auf Platz 15 gewesen, mit Zhou auf Platz 18 ist das Verhältnis jetzt auch nicht dramatisch falsch gewesen, aber ja, wie gesagt, es war einfach dann doch ein etwas schwächeres Fahrzeug, als ich dachte. Und der zweite Fahrer, den ich sehr überschätzt habe, beziehungsweise auch hier wieder eigentlich ein Team, das ich überschätzt habe, ist Kevin Magnussen mit Haas tatsächlich. Auf die 10 habe ich ihn gesetzt. Ich dachte tatsächlich, dass der Haas doch eine ordentliche Pace an den Tag legen wird. Und im Grundlegenden ist das ja auch gar nicht falsch eigentlich. Der Haas hat, wie wir in den Qualis gesehen haben, eine ordentliche Pace definitiv gehabt. Er hatte nur in den Rennen das massive Problem der Reifen tatsächlich, ansonsten war er ja schon sehr, sehr schnell. Das hat Hülkenberg immer wieder bewiesen gehabt tatsächlich. Und ja, deswegen, ich persönlich habe hier tatsächlich das Verhältnis der beiden Fahrer untereinander auch wieder gut eingeschätzt, aber dann doch das Team einfach nicht ansatzweise da, wo es letztendlich in der Realität gewesen ist. Wen ich aber jetzt angesprochen habe, ist Lando Norris, den ich auf die 9 gesetzt hatte. In der Realität ist er auf der 6 gelandet. Ja, ich glaube, wie ich zu der Einschätzung zu McLaren gekommen bin, habe ich ja bereits erwähnt gehabt. Deswegen brauche ich da nicht so viel dazu zu sagen. Auch hier habe ich einfach Norris wieder sehr viel stärker eingeschätzt als sein Teamkollegen. Das ist letztendlich auch so eingetroffen. Über das Doppelte der Punkte hat Norris eingeholt. Der McLaren war einfach nur tatsächlich nicht da, wo ich ihn vermutet hatte, sondern war gegen Ende der Saison sehr, sehr, sehr viel stärker. Und ja, um das Haas-Duo komplett zu machen, Nico Hülkenberg hatte ich dann auf die 8 gesetzt tatsächlich. Wie gesagt, ich hatte den Haas einfach sehr viel stärker eingeschätzt und bin aber schon davon ausgegangen,
dass Hülkenberg Magnussen schlagen wird bei seinem Comeback, was letztendlich dann ja auch so passiert ist. Hülkenberg in der Realität auf Platz 16, während Magnussen auf der 19 war in der Fahrerwertung. Also das Verhältnis hier war auf jeden Fall gut eingeschätzt von mir, aber das Fahrzeug wieder katastrophal falsch. Und auch über ihn hatten wir schon kurz geredet. Fernando Alonso auf der 7 in der Realität der Viertplatzierte. Sein bestes Ergebnis seit, ich glaube, 2013 in der Fahrerwertung. Ich ging davon aus, dass wir vorne wieder die Hierarchie haben werden mit Red Bull, Ferrari, Mercedes. Und wie gesagt, dass Aston Martin halt schon vorne dabei sein wird im Mittelfeld. Aber halt nicht da ganz vorne bei den Top-3-Teams, wie sie jetzt zwischenzeitlich waren. Deswegen hatte ich Alonso da einfach als Best of the Rest gesehen. Letztendlich war er sehr viel stärker, als ich gedacht hätte. Auch hier wieder, ich war richtig in dem Sinne, dass er Stroll komplett terminiert hat. Aber ja, die konkrete Stärke des Teams war einfach nicht richtig einsortiert von mir. Jetzt kommen wir zu einem Fahrer, bei dem ich ehrlicherweise mir unsicher bin, ob ich ihn über- oder unterschätzt habe. Nämlich habe ich Sergio Perez auf die 6 gestellt. Ich kann dazu direkt mal sagen, dass ich davon ausgegangen bin, dass Red Bull dieses Jahr nur das drittstärkste Auto haben wird. Das war eine leichte Fehlkalkulation von mir, muss man ehrlicherweise sagen. Und da dachte ich mir dann einfach, ja, okay, dass Perez gegen Verstappen keine Chance haben wird, das weiß ich. Und dass er jetzt auch nicht die Stärke hat, um die Fahrer aus Mercedes und Ferrari zu schlagen, hat man letztes Jahr auch gesehen, also 2022 schon. Dementsprechend hatte ich ihn dann auf die 6 gesetzt. Wie gesagt, ich bin mir selber nicht sicher, ob das über- oder unterschätzt ist im Verhältnis der Sachlage. Deswegen sagen wir einfach, ich habe geschätzt. Auf der 5 hatte ich dann George Russell. Ich war mir hier schon relativ sicher, dass er gegen Hamilton wieder über den Lauf der Saison den kürzeren ziehen wird, so wie das auch in der Realität dann passiert ist tatsächlich. In der Realität Russell auf der 8 dann letztendlich gelandet. Und ja, damit auch ein gutes Stück hinter Hamilton, wie ich das ja auch gesehen hatte. Deswegen ja, auch hier wieder Verhältnis nicht falsch, Fahrzeugstärke nicht richtig. Auf der 4 hatte ich dann Carlos Sainz. Ich hatte zumindest einen Spanier auf der 4, ja, auch wenn es nicht Alonso war, sondern Sainz. Habe ich zumindest die Nation richtig getroffen. Nein, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass Ferrari das stärkste Auto haben wird. Ja, ich erkenne den Fehler selber. Und Sainz aber trotzdem einfach nicht die Pace haben wird, gegen die Top 3 mitzuhalten. Ne? Und wer aufpasst mit Business, fehlen noch Verstappen, Hamilton, Leclerc. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass Sainz nicht die Pace halten wird, um gegen diese drei Piloten mithalten zu können. Deswegen habe ich ihn dann auf die 4 gesetzt gehabt. Letztendlich habe ich damit Sainz Unrecht getan, finde ich, denn auch wenn Sainz in der Realität nur auf Platz 7 gelandet ist, hat er doch über lange Zeit sich gut gegen Leclerc behaupten können und war, glaube ich, bis vor zwei Rennen vor Ende auch noch vor ihm in der Fahrerwertung. Also da Hütchen aber an Carlos Sainz auf jeden Fall. Da habe ich ihm, wie gesagt, Unrecht getan. Das kann man nicht anders behaupten. Dann kommen wir zu den Top 3 und auf Platz 3 haben wir Max Verstappen bei mir. Ja, das war minimal falsch. Ich sehe es selber. Ich möchte meinen Gedankengang zu Red Bull kurz erklären. Ich dachte tatsächlich, dass Red Bull einfach sehr, sehr, sehr viel in 2022 noch investiert hat, beziehungsweise, dass es auf jeden Fall mehr noch da rein investiert hat, als Ferrari und Mercedes, die einfach schon vielleicht mit einem guten Startkonzept an die Ecke kommen. Und ja, Verstappen dann dementsprechend vielleicht 2023 ein bisschen das Nachsehen haben wird mit seinem Fahrzeug. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Das ist eine kolossale Fehleinschätzung gewesen meinerseits. Ja, der Red Bull war einfach mit Verstappen am Steuer eine unschlagbare Macht. Und letztendlich rückwirkend betrachtet, klar hätte man es absehen können auf jeden Fall, dass Verstappen dieses Jahr wieder dominieren wird. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Mercedes und Ferrari ein bisschen mehr auf die Kette kriegen. Dementsprechend hatte ich dann Lewis Hamilton auf die 2 gesetzt. Ich bin ja, wie gesagt, davon ausgegangen, dass Ferrari das stärkste Auto haben wird, Mercedes dann knapp dahinter mit Red Bull auf der 3. Und da war es für mich dann halt auch einfach klar, okay, Hamilton, wenn er nicht auch nur mit dem zweitbesten Wagen den Titel holt, dann wird er zumindest auf der 2 landen mit dem zweitbesten Auto, sehr sicher.
Ja, das brauche ich nicht viel zu sagen. Hier auch einfach direkt die Fahrzeuge falsch eingeschätzt, wie sie in der Stärke dastehen werden. Und ja, dementsprechend bleibt ja nur noch einer. Und das war Charles Leclerc, dem ich die 1, also den Weltmeistertitel, zugetraut habe. Und ja, das war letztendlich auch nicht richtig, denn ja, Charles Leclerc, wie gesagt, bis kurz vor Ende nicht mal vor Carlos Sainz gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Da hat er dieses Jahr doch ein bisschen enttäuscht, muss ich persönlich sagen, der gute Herr aus Monaco. Und ja, auch hier, na, ihr kennt das ja mittlerweile, einfach das Fahrzeug nicht richtig predicted gehabt. Und dementsprechend Leclerc am Ende auf der 5 gewesen in der realen Formel 1. Bei mir habe ich ihn auf die 1 gesetzt gehabt. War nicht so ganz korrekt. Und das war's. Das war meine Prediction aus der 2023er Formel 1 Saison aufgelöst. Ich habe daraus jetzt auf jeden Fall mitgenommen, dass ich es in Zukunft ein bisschen anders machen werde. Wie gesagt, ich werde zwar wahrscheinlich ein Video auch in diesem Stil machen. Es werden vielleicht dann zwei Prediction-Videos geben, okay, zu mir zur 2024er Formel 1 Saison. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich vielleicht eher die Teams versuchen werde einzuschätzen, also die Fahrzeuge, und dann vielleicht innerhalb der Teams, wer sich gegen wen durchsetzen wird, also welcher Fahrer die Überhand haben wird. Ich glaube, da habe ich nämlich schon gezeigt, dass ich einen richtigen Riecher eigentlich habe. Und das wäre dann vielleicht auch ein bisschen interessanter, und dass ich dann eben noch ein Prediction-Video mache mit etwas witzigeren Predictions. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Denke ich zumindest. Also schreibt mir da gerne in die Kommentare rein, wie ihr das sehen würdet und was ihr vielleicht so predicted hattet für die Fahrerwertung 2023. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten wäre es das mit diesem Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!